Frage ist noch nicht geklärt. Kein Fundort, keine Leiche, rein gar nichts von ihm. Er war einfach weg, einfach fort. Wenn einfach weg, ja, warum und wohin? Der fegt mit dem Mord ohne Sinn. Hat er Millionen verschoben gedealt? Und wer steckt denn da noch mit drin? Wer hat John O'Brien gekillt? Keine Leiche, also kein Mord. Hat er das selbst in Szene gesetzt? Das Ding mit dem fehlenden Colt. Auf Däubel komm raus, jetzt wird es langsam wohl klar. Weltweit geächtet und sehr hoch riskant, doch persönlich hat ihn keiner gekannt. Er zog seine Fäden im Hintergrund, mal Waffen, viel Drogen legal. Für ihn wert. Wer hat John O'Brien gekillt? Keine Leiche, also kein Mord. Hat er das selbst in Szene gesetzt? Das Ding mit dem fehlenden Colt. Es gewollt. Wer hatte kein Alibi? Und wem gehörte der Colt? Fortsetzung folgt.